Es hat wieder etwas den Weg zu uns gefunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürheim. Ja, ich habe mal wieder eine Vorstellung für euch. Und zwar heute geht es um Märklin 48055. Googelt mal schnell. Na, habt ihr schon gegoogelt, um was es sich handelt? Ha! Um Containerwegen der SBB Cargo. Ja, zwei schöne Wägen, muss man schon sagen. Wollen wir mal rausholen einen und euch zeigen. So. Was haben wir hier stehen? Modell eines Schiebewandwagens. Was haben wir hier zu stehen? Drehgestelle verstellbar für kleineres Lichtraummaßprofil. Ah, okay. Das ist mal gut zu wissen. Und natürlich die Beschreibung, wie man die dann einstellt. Ach, man kann die dann in den entsprechenden Zacken verschieben. Das ist ja mal coole Sache. Ach, sehr gut verpackt. Das. Beppt es da drauf? Ich glaub's nicht. Das Plastik beppt auf dem Cargo. Mit dieser Ecke da. Also Wahnsinn. So. Da haben wir das schöne Modell. Sehr schöne Aufdrucke. Auch hier mit dem Schweizer SBB Schildchen und so weiter. Ja. Wollen wir mal von unten gucken. Da kann man das echt ändern, ja. Hier unten sieht man die, weiß ich, ob ihr es seht, die Rastern. Ja, kopfseitig, schöne gelbe Haltegriffe, Trittbrett. Auf der anderen Seite das gleiche. Und wir haben natürlich hier auch ein schönes Verstellrad für die Bremse. Und auch hier, ne, schön detaillierte Hebel und Anzeigen. Also wirklich ein schönes Modell. Aber ohne Funktion. Also man kann es nicht öffnen. Ja, wollen wir mal testen, wie es sich auf den Schienen anfühlt. Thank you.
habt ihr ja gesehen, ne? Sie tun sich schön auf der Anlage präsentieren. Jetzt noch einige technische Daten. Also Großraumschiebewandwagen HABBIILLNS. Spur H0 natürlich, Epoche 5. Feste Schiebewände, verstellbare Trägestelle und Puffer, zusätzliches Handrad am Fahrgestell zur Feststellbremse, Trägestelle Y25 geschweißt, Länge über Puffer 26,7 cm. Und wenn man den auf Gleichstromschienen fahren möchte, braucht man den Gleichstromradsatz E700580. Das Vorbild der Großraumschiebewagenbauart HABBIILLNS der Schweizerischen Bundesbahn SBB, eben in Ausführung der SBB Cargo AG Basel. Ja, wie gesagt, zwei tolle Waggons, die natürlich den Schweizer Güterzug bei mir vervollständigen. Die UVP für einen dieser Wagen von Märklin liegt bei 52,99. Ja, das war die Vorstellung der zwei Wagen. Ne? Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es wurde ja gewünscht, dass ich doch mal die Wagen auch vorstelle, nicht nur immer Loks. Ja, habe ich gesagt, komm, dann machen wir das doch gleich, wenn ich mal einen Neuzugang habe. Muss natürlich erstmal wegen gucken immer, wie das läuft so. Auch mit den Fahreinstellungen habe ich heute mal ein bisschen andere Videos gemacht wie sonst. Was mehr näher und so. Sind wir mal gespannt, wie es euch gefällt. Ja, warum ich hier eigentlich in Latzhose sitze? Ja, ihr wisst ja, ich baue ja weiter im Flur. Nice. Viel Arbeit. Ich musste jetzt den ganzen Flur erstmal streichen. Da mein Vater sehr viel geraucht hat in der Wohnung, war natürlich alles gelb. Katastrophe! Jetzt ist der Flur wieder weiß, zur Freude meiner Frau. Dann ist endlich diese riesengroße Garderobe etwas eliminiert worden. Zwei Teile konnte ich noch retten. Drüben auf der anderen Seite ist das jetzt als Schrank gedacht. Ne? Wenn ihr auf einfach Markus mal das Video seht, wenn ich Schrankbau mache, da seht ihr dann, wo die Schränke jetzt sind und wie sie momentan aussieht. Denn ich baue ja sehr viel gerade um. Das heißt, ihr habt ja im Livestream gesehen, die Löcher haben wir schon gemacht, aber mehr auch nicht. Und ich muss umdenken mit dem Gleisplan. Echt jetzt? Na warum? Ich komme oben einfach raus durchs Loch auf den Flur und ja, wie komme ich zurück? Ne? Dann muss ich ja eine 90-Grad-Kurve machen. Und ich habe zwar da oben auch Radius 1 verbaut, aber weiß ich noch nicht. Jetzt kann es natürlich sein, wir müssen nochmal ein Loch machen. Quasi ein Loch für die Rausleitung und ein Loch für die Reinleitung. Und das andere große Loch wieder etwas zugipsen. Nee, jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal den Höhenunterschied überlegen. Da kommt ja ein Brett hin. Über die Tür quasi, wo die Gleise dann rauskommen aus der Wand. Das wird sofort laufend sein, ja. Und meine Frau hat da schon Ideen, was sie da unter das Brett machen möchte. Finde ich voll geil. Bin dabei. Müssen wir nur mal gucken, wie wir das gestalten dann. Hä? Lichttechnisch, den Rest macht meine Frau. Dazu muss aber erstmal das Brett hin. Das Brett kann erst hin, wenn ich weiß, wo wirklich jetzt ein Loch in die Wand noch kommt oder wo nicht, ne? Wie ich den Gleisplan da habe. Und das sind so viel Denk- und Grübelarbeiten, dass ich da jetzt kein Video davon mache, weil das ist unnötig. Da würdet ihr nur sehen, wie ich blöd dastehe und glotze und euch tausendmal das Gleiche erkläre. So wie jetzt gerade auch, ne? Super. Echt super. Deshalb noch ein bisschen Geduld. Ich denke, im neuen Jahr 2022 wird definitiv was kommen vom Flur. Was? Naja, und Wunder, wenn nicht, ne? Habe ja wieder 365 neue Tage dann zur Verfügung zum verrückt hier rumbauen in der Wohnung. Nice. Dann gibt es ja noch etwas Gleisplanänderungen, weil mir passt das eine oder andere nicht. Das Interessante ist, ich baue dann schon mal die Gleise in eine Richtung und denke dann, das wird schon passen.
nee, dann passt es eben nicht. Und dann habe ich wieder ein Problem, muss wieder umdenken und habe dann nachher Höhenunterschied und so weiter und so weiter. Also ihr seht, es ist noch viel Arbeit, es kommen noch viele Videos. Aber jetzt machen wir hier einen Cut, ne? Weil es ging ja um die zwei Waggons. Genau, genau. Die bereichern jetzt natürlich den Güterzug meiner Schweizer Flotte. Gibt eine schöne Komposition dann hinter der Cargo-Lok. Muss natürlich noch überlegen, ob ich eine Mischung aus diesen und den Planwagen dann mache. Da muss ich aber erstmal schauen, wie viel die Loks überhaupt an Planwagen ziehen auf meiner Anlage. Hä? Weil ihr wisst ja, ich habe glaube ich 14 Stück und alle sind, ne, haben die 27 cm, 28 cm lang. Das ist natürlich eine Zuglänge nachher von gut 1,50 Meter, wenn ich da 10 Wagen dranhänge. Und ob 10 Wagen in der Länge gezogen werden, sind wir gespannt. Hey, Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch noch einen schönen Rest, Samstag, Nacht, schönen Sonntagmorgen, 4. Advent. Die Finalsache mit Deutschlands besten Miniaturbauer ist ja vorbei. Von dem her kommt da auch nichts mehr. Vielleicht kommt von Miula ein Video morgen oder ein Beitrag, sind wir mal gespannt. Bleibt auf jeden Fall gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Oder bei der nächsten Vorstellung. Bis dahin, viele Grüße, euer Markus und tschüss.